Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu einer neuen Serie Tutorials. Ja, ich wurde mehrmals gefragt, wie macht man einen Orbit, wie dockt man an, wie kommt man zum Mond, zum Mars. Und ja, das werde ich in dieser Serie zeigen. Und ich werde mich bemühen, keine Expansionsteile zu benutzen. Also nicht sowas wie großen Räder oder die großen Solarzellen. Einfach die ganz gewöhnlichen Teile. Und ganz oben auf der Liste steht natürlich Orbit. Ja, da haben wir hier diese Rakete, die schafft es locker in einen Orbit zu kommen und auch wieder zurück. Also ganz oben haben wir den Fallschirm, dann eine Kapsel, einen Separator, einen großen Treibstofftank, zwei RCS-Düsen, damit man besser steuern kann. Hier eine Valiant-Düse, Triebwerk, noch ein Separator, zwei große Tanks. Und ein Hawk-Triebwerk. Ja, das ist auch schon die Rakete. Jetzt guckt mal rechts unten in die Ecke. Da, Masse, 70,8 Tonnen. Ja, die Rakete ist 70,8 Tonnen schwer. Das interessiert uns aber nicht wirklich. Wir interessieren uns für die Zahl darunter. Schubdurchmasse, 1,69. Für eine Rakete ist das ziemlich viel. Die meisten Raketen haben so einen Schub pro Masse von 1,3 bis 1,5. Das heißt, wir können entweder die Rakete noch ein Stückchen schwerer bauen, aber das würde uns nicht viel bringen. Wir hätten einfach nur viel zu viel Treibstoff. Stattdessen können wir einfach den Schubregler benutzen. Dafür ist der ja da. Ich mache den mal so auf 80. Einfach auf 80%, damit das ein bisschen weniger Schub hat. So, 80%, Triebwerk an und da geht's los. Wir fliegen. Wir haben den Boden verlassen. Tschüss Erde, aber wir kommen auch bald wieder. So, ich zoome mal ein bisschen näher ran, damit ich euch gleich zeigen kann, was ich zeigen will. Ich warte bis 2,5 Kilometer, dann beginne ich die Rakete zu drehen. Und am besten nicht gedrückt halten, sondern immer so drauf tippen. So, 5 Kilometer müsst ihr in diese Ecke da zeigen. Und gleich bei 10 Kilometern in die Ecke vom Bildschirm. Immer weiter drehen. Und auch gleich bei 15 Kilometern in die Ecke da. So, jetzt drehe ich ein bisschen aggressiver. 20 Kilometer, Treibstoff der ersten Stufe ist leer. Zweite Stufe aktivieren 100% und am besten so senkrecht sein mit der Rakete. Auch langsam ein bisschen drehen. Wir haben die Atmosphäre verlassen. Jetzt sind wir offiziell im Weltraum. So, 1 Kilometer schnell pro Sekunde. Jetzt warten wir einfach, bis wir in der Nähe der Apoapsis sind. Das ist der höchste Punkt auf der Bahn. So, wir kommen dem ziemlich nah.
Triebwerk an und wieder ein bisschen zurückgehen. Es ist nämlich so, wenn ihr mit der Rakete über dem Pfeil seid, dann entfernt sich die Apoapsis von euch weg. Wenn ihr drunter zeigt, kommt sie näher. Da seht ihr, sie entfernt sich. Jetzt gehe ich mal kurz unter den Pfeil. Jetzt nähert sie sich wieder an. Aber natürlich will ich die auch sehen. Wäre ja nützlich. Und da haben wir auch schon einen niedrigen Orbit erreicht. Ja, wir haben noch mehr als genug Treibstoff. Ich hätte einen kleineren Tank nehmen können. Dann hätten wir auch weniger Masse gehabt und das wäre alles noch schneller gegangen. Die RCS-Düsen habe ich zwar noch nicht gebraucht, aber die brauchen wir jetzt. Nämlich, um einmal umzudrehen. So, ich würde sagen, ich versuche mal in der Nähe vom Startplatz wieder zu landen. So, jetzt müsst ihr entgegen der Flugrichtung zeigen, also das Triebwerk sollte beim Pfeil sein und die Kapsel sollte weg sein. Dann gebt ihr einfach mal eine Weile Gas. Am besten, bis kein Treibstoff mehr übrig ist. Vielleicht habt ihr das jetzt schon ausprobiert, während dem Zugucken. Und es hat irgendwie nicht geklappt. Leute, bitte beschwert euch nicht. Es braucht auch ein bisschen Übung. Wenn es nicht geklappt hat, ja dann startet es einfach nochmal. Und versucht es nochmal. Übung macht den Meister, so habe ich es auch gelernt. Ja, okay, ich hatte Hilfe von einem Freund. Aber mehr oder weniger habe ich es auch alleine gemacht. So, jetzt sind wir kurz vor der Atmosphäre. Jetzt am besten senkrecht zur Flugrichtung zeigen und einmal auf den Separator klicken. So kann nichts mehr passieren. Die zweite Stufe wird uns nicht mehr treffen. Und jetzt mit dem Hitzeschild, was neu hinzugefügt wurde, in die Richtung vom Pfeil zeigen. Und dann einfach warten, bis wir etwa bei einer Höhe von 1 Kilometer sind. Und die Kapsel dreht sich merkwürdigerweise so ein bisschen. So, 3 Kilometer. Bereit machen, den Fallschirm zu öffnen. Ich warte normalerweise noch ein bisschen, damit alles schneller geht. Wenn ihr zu viel Angst habt, könnt ihr den auch schon bei 2,5 Kilometern öffnen. Aber das ist viel zu viel Zeit, die dann verloren geht. So, 1 Kilometer Höhe. Den Fallschirm öffnen. Und wo ist die Startplattform? Ich finde sie nicht. Hab wahrscheinlich nicht richtig getroffen. Und da ist gerade die Zweitstufe auf dem Boden aufgeprallt. Stört uns aber nicht. Wir sind nämlich hier in der Kapsel drin. 100 Meter über dem Boden. Und fallen langsam Richtung Erde. So, da sind wir wieder. Wir sind gelandet auf der Erde
Und das war's auch mit dieser Folge, mit der ersten Folge. In der nächsten Folge würde ich gerne sowas wie gepowerte Landung machen. Also mit Treibstoff und Raketendüsen landen. Ja, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.